Ich habe vor etwa 3 Jahren wurden Blutwerte genommen bei mir, normal CK-Werte wegen Überbelastung in der Vorbereitung. Und da wurden stark erhöhte Werte festgestellt, weit im 2000er Bereich. Dann hat mir der Arzt direkt aus dem Training rausgenommen, 4 Monate krankgeschrieben. War natürlich eine riesen Überraschung und eine Belastung für mich. Musste dann zum Kardiologen, weil man gedacht hat, das könnte aufs Herz schlagen. Hat man dann nichts Neues festgestellt und dann bin ich natürlich ein bisschen in der Luft gehangen und habe mir dann Sorgen gemacht, bin zu diversen Spezialisten. Ist dann unterm Strich nichts dabei rausgekommen, weil keine Herzprobleme vorhanden waren. Nur wie gesagt, die Werte waren immer noch zu hoch. Und dann, seitdem ich jetzt beim SVRI bin, hat mir der Physiotherapeut eine neue Möglichkeit aufgezeigt. Und das war die Therapro-Auflage. Hab dann probiert über einen längeren Zeitraum, habe mich jede Nacht draufgelegt und habe gehofft, dass es wirkt. Und ich muss sagen, jetzt in dem letzten halben Jahr haben sich meine Werte stark verbessert und ich würde fast sagen normalisiert. Ja, früher war es wirklich so, als ich jetzt auf die Werte zurückzuführen, dass ich sehr stark übersäuerte Muskulatur hatte, dass ich meinen Körper wirklich auch in der Vorbereitung oder nach englischen Wochen sehr stark gespürt habe. Die Werte haben sich jetzt vor allem im letzten halben Jahr sehr stark verbessert. Ich bin nicht mehr in den Tausenderbereich gekommen. Also die Werte sind bei hoher Belastung vielleicht noch bei 700, 800. Und wenn ich jetzt sag mal, erholt bin oder eine Pause kriege, sind sie bei 150. Das sind eigentlich sehr tiefe Werte oder unglaublich tiefe Werte für mich. Und darum denke ich schon, dass ich subjektiv auch einen Unterschied spüre und auch sehr froh bin, weil wie gesagt, wenn man dann ständig seinen Körper spürt oder die Muskulatur übersäuert hat, dann macht es auch weniger Spaß, dann Fußball zu spielen.